Ja, und zwar, es geht um diese Maus von, diese GPS-Maus von Navilog, NL302U. Und die ist für Sondmonitor besonders gut geeignet, weil die das NMEA-Protokoll kann. Und das braucht die Sondmonitor-Software, also zum Verfolgen von Wetterballons ist das. Also die GPS-Maus ist in diesem Fall einfach nur, um den eigenen Standort zu bestimmen. Jedenfalls hatte ich Probleme mit diesem Ding ohne Ende. Es wollte und wollte nicht funktionieren. Mit dem hauseigenen Testtool wurde die GPS-Maus nicht erkannt. Ich habe dann alle möglichen Treiber ausprobiert. Und es half nichts. Und dann habe ich eine Software gefunden, die heißt FreeGPS. Und die hat mir den Hinweis gegeben, dass die Maus nicht in diesem NMEA-Protokoll sendet, sondern im SIRF-Protokoll. Und dass man das umstellen sollte. Nun wusste ich aber nicht wie. Und dann habe ich aber dieses Tool hier gefunden, SIRF Demo. Das ist allerdings nicht auf der deutschen Webseite zu finden. Das steht hier zwar, Testtool für Empfänger mit SIRF Chipsatz. Aber hier die Dateigröße macht einen schon stutzig. Ich hatte es mir auch runtergeladen, aber das ist irgendwie falsch. Und dann habe ich es auf der englischen Seite gefunden. Ich mache euch auch gerne den Link nochmal unter das Video. Und da gibt es diese Software SIRF Demo 3.8.1. Die hat 4,37 MB. Also das klingt schon eher wie ein Programm. Und dieses Programm habe ich aufgerufen und habe dann die Maus umgestellt auf NMEA und zwar ist hier Action. Und zunächst sendet sie ja im falschen SIRF-Protokoll und dann habe ich einfach auf NMEA-Protokoll umgestellt. Und ich habe zusätzlich Synchronize Protocol and Baud Rate habe ich angeklickt. Und dann hat es nämlich von 4800, was es ursprünglich eigentlich haben sollte, also diese GPS-Maus, wurde dann auf 9600 korrigiert. Und jetzt funktioniert es einwandfrei. Hier sieht man auch, dass es das richtig gut verständliche NMEA-Protokoll. So, jetzt mache ich das hier mal aus, weil ich kann ja immer nur eine Software gleichzeitig benutzen. Und hier ist jetzt auch, wenn ich Scan COM Port mache, dann ist COM 4, wird dann halt als GPS Receiver erkannt, so wie es halt sein sollte. Dann kann ich hier auf Start GPS drücken und voilà, ist das NMEA-Protokoll da und die Satelliten werden auch erkannt. Uhrzeit und Datum hat er schon richtig eingefügt. Also es funktioniert. Das wollte ich euch nur zeigen, damit ihr nicht auch so viele Stunden euch den Kopf zerbrechen müsst. Also ich habe jetzt 2 Tage daran rumgefummelt, weil es wollte und wollte nicht. Jetzt bin ich froh, dass es funktioniert. Und dann kann ich das auch für Soundmonitor dann halt benutzen. Sehr schön, ja.